Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal, was jetzt die ganze Woche laufen wird. Zu Pokémon Purpur. Ja, ein Spiel, das sehr, sehr, sehr viele Leute lange Zeit erwartet haben, haben wollten und auch gerade mega im Hype ist. Ich spiele das Spiel auch, weil ich mich sehr darauf gefreut habe. Pokémon ist immer ein guter Zeitvertreib. Aber bevor wir hier noch loslegen, habe ich vorher noch hier eine kleine Neuheit generell für euch. Nämlich auf dem Kanal. Nämlich habe ich jetzt so zwei kleine Begleiter, die mich stets überwachen. Beziehungsweise auf meinen Schultern sitzen und mir entweder gute oder schlechte Dinge zu reden. Ja, ich werde mich mit denen unterhalten. Nämlich einmal den kleinen Kerl hier. Und die kleine Dame da. Die ihr jetzt auf meinen Schultern sehen könnt. Das sind jetzt meine kleinen Begleiter, die ich ab heute habe. Die werden nicht immer reden, die reden, wenn telepathisch mit mir. Ich werde dafür dann irgendwas dann reinschneiden. Aber ja. Der kleine Dämon, der heißt Drim und das kleine Mädchen auf meiner Schulter, also die Engelsdame da, die heißt Noah, die so schüchtern reinschaut. Hallo Leute. Die wollte ich euch einfach mal vorstellen. Die werden ab heute dabei sein. Wie gesagt, die werden nicht sprechend mit mir reden. Die reden, wenn telepathisch mit mir und ich zoome dann in die rein, wenn die irgendwas von sich geben. Aber sie sind da. Ab und zu werde ich sie aber auch mal auslassen. Na gut, Leute. Dann können wir uns aber jetzt wieder auf das richtige Spiel konzentrieren. Pokémon Sinn und Purpur. Die extrem Hype-Games-Zeit, die fast durchgehend auf Twitch zu sehen sind, beispielsweise. Ja, ein paar von euch fragen sich, warum nehme ich das eigentlich nicht, warum nehme ich das auf? Ganz einfach, weil ich genau wüsste, dass ich auf Twitch keine Zuschauer damit generieren würde. Jetzt nicht aus dem Grund, weil da ich gar keine Zuschauer hätte, nein. Sondern warum soll ich da ein Spiel streamen, was von den Großen gleichzeitig gestreamt wird? Mir würde keiner zuschauen. Und das ist der Grund, warum ich das nicht streamen werde, sondern nur aufnehme. Ich habe übrigens vor, das so im 15-25 Minuten Part Zeit. Und jetzt können wir uns doch mal endlich auf Charakterstellung konzentrieren. Ich hoffe, ich kann die Haare später noch anpassen. Beziehungsweise die Charaktere, weil die Haare sind mir arg gut. So, ich bin der Heini hier. Ja, ich heiße Shining, wie denn sonst? Ah, ich kann die Frisur noch ändern. So, ich hoffe, du hast auch eine lange Frise. Ja. Jetzt versuche ich nur eine gute Frisur für mich zu finden. Das kann einen kurzen Moment dauern. So, Leute. Ich bin fertig mit Charaktererstellung. Es hat gar nicht so lange gedauert. Sieht mir doch sehr ähnlich, ne, Noah? Ja. Danke. Danke, dass du mir zustimmst. So, dann können wir auch loslegen. Auf zur Traubenakademie. Ich habe mir extra keine Trailer oder sonst was angeguckt, außer dem allerersten. Weil ich immer gerne blind in die Spiele gehe. Heißt bitte keine Spoiler, auch nur in irgendeiner Art und Weise, in die Kommentare. Also Sequenzen mache ich mich wie immer weg. Und die anderen beiden netten Geschöpfe auch. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malischer Landschaften. Und nicht nur das.
Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Das Übliche halt. Oh. Ein neues Pikachu-Pokémon. Aber da ist das Original. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir leben in Harmonie mit ihnen und sperren sie in Bälle ein. Also ich weiß halt, dass das Spiel auch zusammengeht. Ich weiß aber nicht, wie viele Koop-Parts ich machen werde. Ein wahres Ich. Das kenne ich schon. Aber danke, dass ich es hier nochmal kennenlernen darf. Und da ist das legendäre Pokémon. Das Motorrad-Pokémon. Ich habe auch gesehen, es soll eine neue Evoli-Evolution geben. Soweit ich das weiß. Also ich habe zumindest da so ein Bild gesehen. Das Pokémon sieht sehr gelangweilt aus. Oder sehr müde. Bin auf jeden Fall gespannt auf all die neuen Pokémon, die ich sehen werde. Wie gesagt, ich habe mir weder irgendein Video noch ein Stream hierzu angesehen. Und auch die Trailer habe ich nach dem ersten keinen mehr geguckt. Weil ich, wie gesagt, blind in dieses Spiel wollte. So, da sind wir dann wieder, wir drei, ne? So, erstmal aufstehen. Erstmal kratzen. Ja, das mache ich auch jeden Morgen. Und direkt wird gespeichert. Ich habe Zockungen. Hilfe! Okay, schon mal die Speichertaste gefunden. Sprinten kann ich offenbar noch nicht. Ich habe gerade die Tasten einmal durchgedrückt. Hallo. Hallo, mein kleiner Freund. Bleib doch. Dich kenne ich doch noch aus vorherigen Spielen, meine ich. Oder bist du ein neues Eichhörnchen-Pokémon? Siehst mir jedenfalls bekannt aus. Es ist lange her, dass ich Pokémon gespielt habe, also flamet mich nicht. Ich glaube, es ist so 2 Jahre her, außer Unite. Ja, ich trage schon meine Uniform. Ich gehe gleich Trauben pflücken an einer Akademie. Oh, Mami freut sich für mich. Och, Mann. Wahrscheinlich kommt es genau jetzt an. Ja, ich schaue nach, wie da an der Tür ist, Mutti. Habe ich echt keine Sprintentaste? Ach, der Direktor. Der wurde uns ja gerade eben gezeigt. Ja, ich bin Shiny. Der Direktor der Traubenakademie. Ich ein paar Trauben. Danke. Sieht eher aus wie eine Einkaufstasche.
Okay. Mut, der macht alles und ich gehe eben kurz Tasche holen. Und Hut. Und vielleicht lerne ich dann auch endlich mal, wie man läuft. Im Ernst, ich bin wirklich schon alle Tasten durchgegangen. So. Da sind meine Sachen, die ich mitnehmen soll. Es kann übrigens sein, dass der erste Part länger wird als alle anderen. Ja, mit X kann ich speichern, das habe ich schon gesehen. Ist ja bei jedem Pokémon-Spiel mittlerweile so. Oh, eine Raffi-Puppe. Die sieht so putzig aus. Ihr habt die gar nicht gesehen, weil ich mit dem Avatar davor schwebe. So, da. Jetzt seht ihr sie. Ich hab mein Zeug. Kann dann... Nee, ich will nicht zur Schule. Ich will noch mal drüber reden. Ach, ich kriege jetzt mein Starter-Pokémon. Ich habe schon, ja, bekannt gegeben, welches ich mir nehmen werde. Das habe ich ja schon bei etlichen vorherigen Spielen mehr als einmal angekündigt. Dann, Ulan. Jetzt kriege ich meinen Starter-Pokémon. So. Ich weiß, welche ich nehme. Nicht Filuri. Den will ich. Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Das habe ich mich schon lange vorher entschieden. Der Grund ist, das Pflanzenkatzenvieh, das sieht halt genauso aus wie für Links, nur halt in grün. Deswegen will ich das nicht nehmen, weil das für mich einfach nur wie eine schlechte Kopie wirkt. Und eine Ente finde ich langweilig. So, die wollen mich alle drei. Ach, warum kann ich nicht alle drei nehmen? Sie gucken mich halt alle so glücklich an und zwei werden jetzt enttäuscht. Jetzt bitte irgendwas, womit ich sprinten kann. Ein Smart Rotom. Ich habe schon gesehen, dass es viele Selfie-Momente in diesem Spiel gibt. Durch manche Thumbnails. So ganz bin ich im Spoiler halt nicht entkommen. Aber ich versuche es bestmöglichst. Krieg ich einen Kürbis? Oh, ich kann mir noch gar nicht aussuchen. Oh, ist die Karte groß. Smart Rotom ist ein praktisches Gerät, das von vielen Bewohnern Paideas benutzt wird. Ja, das soll ja so Open-World-mäßig sein, ungefähr wie bei Legenden Arceus. Soweit ich das von dem ersten Trailer her so ungefähr weiß. Ach, hier ist das Fliegen einfacher. Um Gottes Willen, die Karte ist riesig. Wir haben lange was an dem Spiel. Ich will sprinten.
Niemals, du wirst niemals sprinten können. Soweit ich sprinten kann, geht's los. Wo ist Krokel? Da ist Krokel. Ich lerne sie gerade kennen. Sie bemerken Sachen, die ich nicht bemerke. Was siehst du denn da? Ich muss auf diese Ausrufezeichen achten. Die machen dann Interaktion. Ja, Krokel? Ja, wir sehen den Kuchariko. Ach, jetzt geht's rennen. Danke, endlich. Die Macht der Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Ich weiß schon, mit wem ich zusammenspiele, wenn. Aber wie gesagt, dafür gibt es keine Garantie. Also ich werde 100 pro auch irgendwann einen Koop-Partner machen. Wo sind die 3 hin? Oh. Ja, gönn dir. Oh. Noch nicht. Ich habe mich schon entschieden. Schmeckt das überhaupt? Nee, noch nicht. Ich bin der neue Schüler. Der Schüler, der dieses Land erobern wird. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ja, dich kenne ich schon von Trailer. Na klar, also je mehr Freunde, desto besser. Den Schamprang. Ich habe da noch gar kein Pokémon. Welches Pokémon nehme ich wohl? Tut mir leid, aber ich habe mich halt schon lange vorher entschieden. Ja! Ich habe mich schon lange vorher für Krokel entschieden. Nee, nee, die sollen alle ihre Namen behalten. Ich vergebe keine Spitznamen. Auch. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der so viel Gleichgewicht tatsächlich hat. Ja, ich mag Krokel auch. Ich werde es gut behandeln. Ich werde es für immer in seinen Pokéball einsperren. Und ihm seiner Freiheit berauben. Danke.
Okay. Welches nimmst du dir denn? Wahrscheinlich wieder das, wo ich einen Typen-Nachteil habe. Ist doch immer so bei den Startgegner. Oder sie nehmen das Pflanzentier. Ja, Zeit für unseren ersten Kampf. Ja, das Band vor allem ja stärken. Kämpfe gegen Nemelia. Nemila. So, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Kann ich Bäume schütteln? Nö. Muss man ja testen. Ja, ich komme ja schon. Hätt's nicht, Mädel. Ich bin bereit. Es wird mein erstes Battle. Ja, Nemila wird als erstes in den Kampf geschickt. Nee, für mich ist das nicht neu. Nimm die Herausforderung an. Los geht's, Krokel. Was für Attacken hast du denn? Ja, das wird mir Spaß machen. Ach, das hat direkt von Anfang an Glut. Dann ist der Kampf schon gelaufen. Kratz, kratz. Okay, Glut. Natürlich weiß ich das. Blut. Gut gemacht, Krokel. Braver Dino. Level up. Der Kampf war geschenkt. Ja, das ging ja recht schnell. Lass uns bald wieder kämpfen. Ich brauche eine App. Welche App ist das? Ach, den Pokédex. Ja, den brauche ich wirklich. Die Timeline von Pokémon ist auch sehr merkwürdig. Weil Professor Eich war es ja schon der Pokédex. Und der war auch schon recht alt. Ich werde diesen Pokédex vervollständigen. Wahrscheinlich mehr offscreen als onscreen. Also Leute, ich werde das Spiel auch offscreen nebenbei spielen, wenn ich mal beispielsweise leveln muss. Aber das Pokémon tut mir leid. Ja, wäre eine Überlegung wert.
Okay, dann fange ich jetzt mein erstes Pokémon. Beziehungsweise mir wird gezeigt, wie man das erste Pokémon fängt. So, mit Minus öffne ich den Pokédex. Dieses Pokémon sieht traurig aus. Ich habe die Schleichentaste gefunden. So, dann wollen wir uns noch das Fangen ansehen und dann ist auch schon Schluss für heute. Habe ich jetzt schon genug oft reingegrätscht. Och Mama. Ja. Ja, und ich habe sie gleich fertig gemacht. Das war aber nicht nett. Ja, tut mir leid, Noah. Es tut mir leid. Trim ist heute sehr friedlich. Also er sagt kaum was. Ja, mein Sandwich, ja. 5 Tränke, die werde ich brauchen. Ja, die ist total lieb. Ich weiß. Du wolltest mir zeigen, wie man Pokémon fängt. Das wollten wir uns heute noch angucken. Schön, dass es Missionen gibt. Jo, dann zeig ich mir mal. Ja, hier fängt der Pfad an. Dann im hohen Gras sind die Viecher. Die sehen sehr interessant aus. Also ich versuche auch von jeder Art einzufangen. Und ich sagte ja so Open World mäßig. Ja, wenn ich sie fangen will, brauche ich Pokebälle. Ja, ich krieg 5, ne? Und das wird mein erster weiterer Begleiter. Na los, Krokel. Ja, ich sollte ihn erst schwächen. Ich hoffe, ich niete es nicht sofort um. Das Ferkuli. Einmal Glut. Gucken, wie viel Schaden macht das. Und er sollte einen zweiten davon überleben. Guck mal, ist gut geschwächt. Jetzt kann ich einen Pokéball werfen und sagen, du gehörst mir. Das hast du gut gemacht. Danke, Trim. So, ich lese auch mir gerne die Einträge vor. Nimmt nur erlesene Kost zu sich. Sein Körper sondern einen kräuterartigen Geruch ab, den Käfer-Pokémon abstoßend finden. Och, dieses arme Pokémon. Und hier sind sie Bücher. Du bist ungeschickt. Spielst du noch Pokémon Go in Real Life oder wie? Nochmal 10 Pokébälle, das ist neu. Normalerweise kriegt man nur 5.
Ja, ich werde versuchen, mir von jeder Art halt einzufangen, ne? So, wenn ich in Kontakt komme, dann kann ich gegen sie kämpfen. Und ich kann mich nähern und ein mit ZR was werfen. Und man kann auch mal in diesem Spiel auch craften. Was glitzert denn da so schön? Ach, ich kann Pokébälle auch finden. Oh, schöne neue Features. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, das war's dann jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Die nächsten Parts, die werden kürzer als der heutige. Ich habe ja gesagt, der erste wird der einzige sein, der ein bisschen länger geht. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, Spaß. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.